Dieses Schiff ist wirklich besonders. 8 Jahre Arbeit waren nötig, von der Kiellegung bis zur ersten Fahrt. Herausgekommen ist ein perfekter, voll seetüchtiger Nachbau des Originals. Die Göteborg 1 war zwischen 1738 und 1745 für die schwedische Ostindien Company unterwegs. Zur festen Besatzung gehören 20 Personen und ein Captain, der sich über seinen Arbeitsplatz freut. Das ist dann ein Erlebnis und auf eine Weise kann man auch sagen, ein Schulschiff. Also man lernt ja hier, wie man so ein Schiff von dem 17. Jahrhundert segelt. Wir haben auf dem Weg hier ein bisschen, ein bisschen See gehabt. Wir haben ganz viele, die waren seekrank oder das dauert normalerweise einen Tag oder so. Und dann ist es vorüber und dann hat man das gemacht. Gebaut als Handelsschiff war das Original damals zwischen Europa und Asien unterwegs. Der Nachbau wird heute für Segelturns mit Gästen innerhalb Europas genutzt. Dabei müssen die Deckhands, also die Deckhelfer, richtig mitarbeiten. Pro Reise, die zwischen 5 und 15 Tagen dauert, sind jeweils 50 Deckhands on Bord. Eine von ihnen ist Ann-Kathrin aus Hamburg. Als sie jetzt endlich wieder gesegelt ist, war für mich ganz klar, dass es dieses Schiff auch mal sein muss. Es ist doch in so vieler Hinsicht einfach anders als die meisten anderen, mit der ganzen Tradition, der originalen Bauweise. Auch noch ein bisschen größer als die meisten, auf denen ich sonst war. Und insgesamt einfach eine schöne Atmosphäre. Neben körperlicher Fitness gibt es keine Voraussetzungen. Gesprochen wird Englisch mit schwedischen Fachausdrücken aus der Seefahrt. Obwohl jeder Gast mit rund 100 Euro pro Tag dabei ist, ist das Schiff keine Gelddruckmaschine. Für den Eigner dient die Göteborg of Sweden als Werbeträger für ein vergleichsweise kleines Logistikunternehmen. Dieses Schiff erhält sehr viel Aufmerksamkeit, also wir verlieren auf der einen Seite Geld, aber andererseits bringt es auch einen großen Nutzen. Unterm Strich macht es sich bezahlt. So far so good. Das Handelsschiff hat 8 Kanonen an Bord. Sie dienten damals der Abschreckung und der Verteidigung. Wer das besondere Schiff in Hamburg besichtigen möchte, kann das nur noch morgen zwischen 12 und 13.30 Uhr tun. Tags darauf um 9 sticht das Schiff wieder in See.